Schloss Ranshofen fand am 22. April das Konzert der Preisträger des Rotary Musik Award 2018 statt. Das ist immer schön, die Begeisterung von den Leuten, weil dieser Akkordeon ist nicht so bekannt in unserer Gesellschaft. Wenn man was spielt, dann auch der Klang, das hat was von einer Orgel oder so. Und es begeistert dort jeden. Ich frage keine Blumen, ich frage keine Sterne. Sie können mir alle nicht sagen, was ich erfühle so gern. Ich singe seit ich klein bin, oder ich habe das Singen von Vater, Mutter gelernt oder mitbekommen. Es ist quasi in die Wiege gelegt, würde ich sagen. Posaune ist bei mir in der Familie einfach das Hauptinstrument. Mein Papa ist Orchestermusiker und mein Bruder ist Orchestermusiker. Meine Schwester hat auch Posaune studiert und irgendwie, weiß nicht, wie dann so richtiger Instrument zum Anfang war, waren einfach schon sehr viele Posaunen im Haus und dann war es ganz naheliegend. Ja, unser Big Band ist eine reine Schulband von der HTL Braunau. Es sind alles Technikerinnen und Techniker, die Musik spielen auch noch. Und wir haben dort ein Orchester gegründet vor 11 Jahren. Das Orchester ist jetzt zu einer stattlichen Größe von 52 Musikerinnen und Musikern angewachsen. Das war halt ein musikalischer Mix von Talenten verschiedenster Art. Was mich besonders gefreut hat, dass auch unser Innviertelbezirk bzw. Braunau natürlich massiv vertreten war durch Jakob Duhak und der Big Band, die, glaube ich, selten in so einem größeren Anlass natürlich gespielt haben. Und das ist auch der Sinn des Rotary Musikgewerbs.